Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer FC Bayern München Karriere hier in PES 20. Jetzt geht weiter heute geht es rein in die Simulation gegen Dynamo Zagreb in der Champions League. Und wir werden heute mal wieder in der Bundesliga selbst spielen gegen die Eintracht aus Frankfurt, ein Heimspiel. Denn ich muss sagen, dass in den letzten Folgen, bis auf die letzte, die Bundesliga ein bisschen zu kurz gekommen ist. Deshalb möchte ich da wieder mehr spielen. Und deshalb gibt es in der heutigen Folge wieder eine Partie, die ich selbst spiele. Eine, die wir simulieren, weil nach wie vor ist alles vorproduziert und deshalb alles ein bisschen stressig. Jetzt erstmal die Simulation gegen Dynamo Zagreb. Die Mannschaft, die steht soweit. Heute mal wieder Nübel im Tor. Kabak und Kouassi heute zum ersten Mal zusammen in der Innenverteidigung, weil Kouassi ja nach wie vor hier hoch motiviert ist. Deshalb soll er sich weiterentwickeln. Das gleiche gilt für Davis. Wir gehen rein gegen Dynamo Zagreb. Es wird ein 3:1 Sieg und damit ist jetzt Zenit erstmal vor uns aufgrund von mehr geschossenen Toren. Aber im direkten Vergleich am letzten oder am vorletzten Spieltag können wir das noch alles hier wieder gerade biegen. Aber wir sind schon sicher in der nächsten Runde. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Rein geht es also in der Münchner Allianz Arena für uns heute in der Bundesliga wieder einmal gegen Eintracht Frankfurt. Ich freue mich auf die Partie. Es ist immer eine große Aufgabe, gegen Frankfurt 3 Punkte einzufahren. Aber diese Mannschaft, die kann das. Bis jetzt jedes Spiel wieder in der Bundesliga gewonnen. Und heute soll ein weiterer Sieg hier. David Alaba heute im Fokus, spielt von Anfang an im ZM. Das ist für ihn ja auch eine ungewohnte Sache, denn langsam aber sicher ist Davis auf der linken Seite gesetzt. Und für einen Alaba gilt es, die Option abzuwägen. Wird er nochmal einen neuen Schritt wagen oder eine andere Position? Bei uns im Tor Neuer, davor Dumfries, Kaba, Kouassi wieder in der Doppelinverteidigung. Davis dann links, Alaba, Kimmich davor, Gnabry, James heute die Flügel und Müller, Jovic vorne drin. Sané auf der Bank, bei ihm ja nach wie vor Vertragsprobleme. Trapp, Da Costa, Touré, Endika und Durm die Abwehr von Frankfurt. So, Toro, Rode rechts, Kacinovic, Kostic und André Silva, Bastost, Paciencia noch auf der Bank. Rode, Ex-Bayern-Spieler, also heute als rechter Mittelfeldspieler. Interessante Geschichte, dennoch sind wir heute klarer Favorit und wollen die nächsten 3 Punkte im Kampf um die Meisterschaft einfahren. Dumfries, Flanke für Müller. Jovic, erster Abschluss, erstes Tor. Oder nee, wir hatten ja schon einen von Müller, aber der erste, der aufs Tor geht, der ist auch gleich drin. Und Luka Jovic, er ist eine absolute Maschine in dieser Saison. Also, man kann ja echt nichts anderes mehr behaupten. Also, der Typ, der schießt uns hier durch Liga, Champions League und Pokal. Das ist aktuell echt der Wahnsinn. Und stellt wieder einmal unter Beweis, dass er aktuell die klare Nummer 1 im Sturm ist. Und Boadu als auch sie sich erstmal hinten anstellen müssen. Und James kriegt hier durch Glück den Ball, dann der zweite Ball. Müller dann schlussendlich der Vorlagengeber für Luka Jovic. Der weiß aktuell einfach, wo das Tor steht. Da braucht man gar nichts anderes mehr zu sagen. Die Vorlage sehr gefühlsvoll von Müller und dann ein knallharter, präziser Abstoß mit dem linken Fuß von Luka Jovic. Müller für Gnabry, durchgesteckt für Jovic und Kevin Trapp. Also wir dominieren hier nach 35 Minuten wirklich die Partie völlig. Frankfurt steht tief hinten drin. Das gibt uns immer die Möglichkeit, viel Ballbesitz zu haben und einfach das Spiel zu dominieren wie hier. Und dann kommen wir immer mal wieder durch mit dem Abschluss und können auch eine Ecke rausholen, so wie jetzt mit James, der das Ding Richtung Kabak schlägt. Kevin Trapp zur Stelle. Und dann ist erstmal geklärt. Dumfries, Flanke, Kopfball. Gnabry, Müller läuft durch. Müller will nochmal rüberlegen, tut das auch. Gnabry rutscht ein bisschen weg. Und dann ist Kevin Trapp da. Es bleibt beim 1:0, vielleicht noch zur Halbzeit. Wir haben nochmal den Einwurf mit Alaba, der, finde ich, einen sehr guten Job im Zentrum heute macht. Gnabry nochmal, Serge Gnabry, dann ist das Ding weg. Von Frankfurt kommt bis jetzt überhaupt nichts und es wird wohl mit 1:0 in die Halbzeit gehen. Wenn der Schiri jetzt nicht noch sagt, nee, er sagt nicht, wir spielen noch weiter, es geht mit 1:0 in die Halbzeit. Ach du Kacke, Rode. Oh, Davis zum Glück da, auf einmal liegt der Ball da vor den Füßen der Frankfurter bei uns im 16er nach einer eigentlich schon geklärten Flanke.
Also Frankfurt schreibt das erste Kapitel in Durchgang 2. Jetzt wollen wir auch mal wieder nach vorne mit Davis, der sein Tempo, das ist echt eine absolute Waffe da über den Flügel. James, der auch wieder einen super Job heute macht. James in die Mitte, Gnabry. James, übers Tor. Schade, gute Aktion von James, nachdem wir hier wieder ordentlich Pressing betrieben hatten und dann zu dritt hier auf Toro, glaube ich, ist das gehen. Ja, dann James mit rechts, ist nicht sein starker Fuß, knapp übers Tor. Mich würde mal echt interessieren, was ist eure Meinung zu James? Also, findet ihr das auch, dass so ein saugeiler Transfer bis hierhin war? Weil bis jetzt, er ist eigentlich jedes Spiel dabei, macht einen super Job da auf dem linken Flügel, wo er ja hauptsächlich aktuell spielt. Und ich finde, dass es ein richtig, richtig guter Transfer ist, der uns echt nochmal sehr viel mehr Variabilität gibt, weil er einfach überall spielen kann. Also, das ist echt richtig geil und auch, was er auf dem Platz zeigt, das ist echt eine saugute Leistung. Also, schreibt mir gerne eure Meinung zu James in die Kommentare. Jovic. Müller. Das Schlitzohr Müller über Luft. Ja, Landsmann, Kevin Trapp. Kurioses Tor, weil der Ball, also ich war selbst überrascht, dass der zu Müller durchgeht. 2-0. Absolut verdient, wir dominieren nach wie vor nach Belieben. Jovic mit der Vorlage und dann, weiß gar nicht, ist es der Costa, der da den Ball nicht bekommt, am Standbein vorbei. Und dann direkt zu Müller und der lupft das Ding dann wirklich richtig schön über Kevin Trapp rüber. Thomas Müller ist wieder in Topform, das ist echt eine super Sache für uns und da kann Kevin Trapp lange hinterher gucken, denn Müller macht mal wieder ein wunderbares Tor. Doppelwechsel dann bei uns, Gnabry und Davis raus, Sané rein und Fabian Ruiz. Sané heute wieder rechter Flügel, Fabian Ruiz übernimmt den Zentrumpart von Alaba, der jetzt also Linksverteidiger ist, weil Davis kann dann einfach ein bisschen geschont werden. Und ja, Sané heute wieder auf dem rechten Flügel, das hatte mir zuletzt sehr, sehr gut gefallen. Und deshalb soll er dort heute auch wieder einmal ein paar Minuten sammeln und mal gucken, ob er ja noch eingreifen kann in diese Partie. Noch ist er ein bisschen Zeit. Müller jetzt erstmal in den Lauf von James. Diesmal ist der Costa zur Stelle. Sané. Leroy. Sané. Immer noch Sané. Ui. Da geht er mal fix durch die ganze Abwehr durch. Hier nochmal hier. Wunderbar. Der Tunnler sogar noch gegen Endika ist es, glaube ich. Und dann scheitert er knapp. Ja, übers Tor. Hat er sogar leicht die Latte, glaube ich, noch berührt. Schöner Versuch von Leroy Sané. Kimmich hat viel Platz und trifft dann nur Luka Jovic. Wir werden jetzt auch Jovic, denke ich, nochmal rausnehmen und ein paar Minuten für Zirkzee oder ne, für Boadu geben. War wohl doch nicht Jovic, der getroffen wurde, weil sonst würde es ja keine Ecke geben. Also der Wechsel, Jovic raus, Boadu rein, Kimmich mit der Ecke, 60% Ballbesitz, super Wert, Müller und auf der Linie geklärt. Wieder Müller. Diesmal Boadu vorne drin. Boadu. Ja, da ist ein bisschen viel gewurschtel. Nochmal der Ball vielleicht bei uns. Nein. Also Frankfurt gibt jetzt zum Schluss nochmal wirklich alles, aber das sieht heute nicht gut für sie aus. Die letzten Sekunden der Partie, sie laufen. Jetzt ist Schluss. 2-0 Sieg. Ein Tor, eine Vorlage für Jovic. Ein Tor, eine Vorlage für Müller. Ordentliches Spiel. Haben die Frankfurter heute völlig dominiert. Am Ende ist es nur ein 2-0, aber ein 2-0, was 3 Punkte bringt und absolut souverän war. Also 60-40 Ballbesitz, 11-0 Schüsse, das sagt schon einiges aus und es war einfach eine super Partie heute gegen Frankfurter, die sich von Anfang an tief hinten reingestellt haben, was nicht gut funktioniert hat und am Ende gehen Müller und Jovic hier mit 2 Scorepunkten aus dieser Partie. Nach wie vor 5 Punkte Vorsprung vor der Hertha, gegen die geht es dann in der nächsten Folge ran. Was mich jetzt interessieren würde noch zum Abschluss dieser kurzen Folge, wie sieht es in der Torschützentabelle aktuell aus in der Bundesliga? Das wäre doch echt mal eine interessante Frage. Gehen wir also mal rein. Torjäger, wer führt? Es ist Jovic mit 9 und Müller hat tatsächlich erst 3. Okay, krass. Damit hatte ich gar nicht so gerechnet, aber Müller ist nicht gut in die Saison gestartet, das stimmt. James hat in der Simulation schon 2, Stenks auch und Gnabry, mit dem könnten wir sogar selbst welche geschossen haben. Und ja, es sieht ganz gut für uns aus aktuell. Noch alles, ja, ein bisschen vage. Aber 9 Tore nach wie vielen Spielen? Wie viele haben wir jetzt? Wir haben 9. Also super Statistik
von Luka Jovic und Skov von Hoffenheim, der geht auch mächtig ab. In der nächsten Folge geht es dann rein gegen die Hertha und eine Simulation gegen Mainz. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Das wird dann auch die letzte kurze Folge sein. Danach geht es weiter wieder mit 4 Spiele, 2 simulieren, 2 selbst spielen. Und das wären dann wahrscheinlich gegen Zenit und gegen Gladbach. Außerdem Simulation gegen Schachtja Donetsk und Wolfsburg. Also in 2 Folgen geht es wieder richtig rund. Und ja, in 2 Tagen gibt es dann nochmal eine kurze Folge wegen Vorproduzieren. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, auch wenn es ein bisschen kürzer ist als sonst. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr Sachen Juve-Karriere, Bayern-Karriere und bald FIFA 20 BVB-Karriere verpassen wollt. Wir sehen uns morgen wieder bei der Juve-Karriere und in 2 Tagen in alter Frische bei der Bayern-Karriere. Bis dahin, macht es gut und ciao.